Na, Scoyatelle, ey. Wir haben nicht mal eine Quest bekommen. Dass einst ein Drache in den Hügeln lebte. Eines Tages kam ein Ritter. Auch gut, ey. Los, lauf! Bär, Level 12, schnell weg. Oh Gott, ey. Der Soundtrack von dem Game ist so gut, Mann. Level 9. Komm, wir versuchen es mal. Was zum Teufel? Natürlich sind da noch Hunde. Ja, die sind Level 1, okay. Oha! Der Arsch gehört mir! Da schießt noch einer mit dem Bogen. Oha, wir haben da mit der Explosion übel viele gekillt. Der Bogenschütze einfach bester Mate, ey. Wir müssen da hoch. Aua. Nicht nachlassen. Haltet die Schnauze und kämpft. Moin. Zauberei. Nein. Oh, jetzt bist du dran. Darf ich da hoch? Komm schon, Steuerung. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Hey ho! Scheiße, Einsatz, Leute, Einsatz! Du bist tot. Ja. Kurzer Prozess, Erstmal die Leichen plündern. Überall gibt's Leichen. So, dann wollen wir mal hier dieses Lager untersuchen. Vielleicht gibt's ja irgendwas Krasses, ey. Baumwolle, wow. Stark. Ja. Neue Rezepte sind immer nice. War's das schon? Ja, okay. Gucken wir doch mal wieder in die Rezepte rein, ob wir schon wieder was Cooles craften können. Nee, gar nichts, okay. Weiter geht's. Los,
Los, lauf! Welches Level hat dieser Bär? Weil Bärenfälle, wie gesagt, geben viel Geld, ne? Aber wenn der irgendwie Level 10 ist, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Ey! Ja, ciao. Schnell weg. Mal wieder ein paar Pflanzen mitnehmen. Gibt's hier wieder eine Runde Gwent? Gwent. Moin! Du ziehst nordwärts, Meister? Warum fragst du? Ich dachte, du könntest vielleicht nachsehen, was mit unseren Männern passiert ist. Sie sind schon eine Weile weg. Meine Belohnung. Was habt ihr da im Sinn? Wir dachten... Aber ja, du hast was für deine Mühe verdient. Versuch mal 100 mehr. Ja, ich glaube, das wird er eh nicht annehmen. So teuer? Ja. Meinst du, wir haben hier einen Zwergenschatz im Unterholz? Das ist viel zu viel. So ein 50er Bonus? Ich weiß nicht. Kannst du nicht noch runtergehen? Ja, 45. Freut mich, wenn dir das passt. Perfekt. Was brauchst du? Hier ist neulich eine Kaufmannskarawane durchgekommen. Die hat ein paar unserer Leute angeheuert, ihr den Weg zur Brücke zu zeigen. Gestern hätten sie zurück sein sollen. Gut, ich halte die Augen offen. Mein Bruder Tomil hat sie angeführt. Rede mit ihm, wenn du sie findest. Kluger Mann, nicht wie die anderen. Ja. Hä, wieso brenne ich denn jetzt? Oh. Da war ein Lagerfeuer am Boden. Perfekt. Hier ist dieser Wahrsager, den wir suchen. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen. Auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Hast du diese Visionen schon lange? Schon immer. Meine Mutter hat mich mal zur Dorfhexe mitgenommen. Und da bin ich in einen Kessel mit einem Zaubertrank gefallen. Mhm. Tatsächlich? Wenn ich ehrlich sein soll, als Halbwüchsiger habe ich einen Stein auf den Hinterkopf gekriegt. Seitdem sehe ich mehr als die anderen. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er betritt eine endlose Höhle. Er singt eine Hymne des Irrsinns und der Verzweiflung und beschwört, was nicht tot ist, weil es nicht sterben kann. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Ach, Digga, der spinnt doch. Egal. Wir brauchen Drachenwurz, okay. Dann holen wir dem OP dies doch mal. Dies Kraut. Ja, das wäre ja auch so steil, dass man da runterrutschen muss, ne? Oh, wow.
Okay, du bleibst leben. Du hast Glück gehabt. Wir nehmen alles mit. Alle Kräuter. Warte mal. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen dunkel, ne? Wir können dies so machen. Cool, ne? Ja, Level 2. Wow. Easy. Dachte schon, die eine Leiche ist da durch die Wand geflogen. Das wäre ja auch lustig gewesen, ey. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne Drachenwurz, ja. Aha. Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Na, das will ich sehen, ey. Ja, ich nehme einfach zu wenig Kräuter mit so, ne? Aber wir können immer noch nichts Neues craften. Schade. Moin. Oh, du bist zurück. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben. Und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Jo. Wieder schauen und rangehauen, Digi, danke. Kuss. Erstmal ausrauben, den Alten. Ja, wow. Hat sich übel gelohnt. Da haben wir wieder eine Quest abgeschlossen. Ja, die nächste Quest wäre halt dann... Die Level 5er Quest hier, ne? Dann machen wir das so. Hauptstory. Ja, am besten von der Taverne da aus. Abfahrt.
kommst du denn her, Pferd? Komm schon. Ab nach Heidfelde. Okay, irgendeine Sekte. Lassen wir die mal. Ihr Ding machen, ey. Los, lauf! Ach, Plötze. Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Ja, schon ein bisschen nebelig hier. Moin. Zufrieden, wer immer du bist, verschwinde. Beruhige dich, es ist vorbei. Ich muss sagen, ey, diese Rüstung ist ja bodenlos hässlich, die wir da tragen. Naja. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie, dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz.
Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Ja, die wilde Jagd, Digga. Erstmal die Hunde noch looten, die wir geklatscht haben. Mach auf. Mach auf, ich will looten. Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Ja, nee, das war die wilde Jagd, Brudi. Ich will erst alle anderen Hütten looten. Da kommen wir doch eh nicht ran, oder? Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. Ja, komm. Ich weiß nicht, wer die größeren Anfälle schiebt. Geralt oder Plötze? Beide ein bisschen komisch. Ja, da hat doch bestimmt niemand dagegen, wenn wir dieses verlassene Dorf plündern. Das fällt eh keinem auf. Diese Alkohol-Dinger sind halt schon nice. Wie viele haben wir davon im Moment? Wo sind die? Da? Ja? Nee. 14, ne? Ja. Gut, dann haben wir alle Häuser angeschaut. Nur noch dieses, wo wir dann müssen für die Quest. Das machen wir jetzt auch. Hallo? Kommt uns direkt mal eine Leiche entgegen. Geil. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Okay. Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Ja, vermisst Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Sachen nicht weggeschlossen. 109 Kronen. Auslage. Verstand verloren oder Das mag ich ja. Hallo, die Kerze da? Interessant. Ehrenhebel, ne? Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack.
fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Der blutige Baron. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Haben wir die Quest jetzt abgeschlossen? Oh, 80 EP, wow. Ja, haben wir, gut, gut. Und zwei neue Main Stories bekommen, Hexenjagd Level 5. Blutiger Baron Level 6. Ja, dann machen wir doch mal hier die Hexenjagd. Boah, das ist ganz schön weiter Weg, ey. Können wir nicht mal schnell reisen hin? Beweg dich. Dann halt weiter mit Blödsinn rumspacken. Ui. Banditenlager. 07, ja, das sollte gehen. Aua. Immer diese Bogenschützen, Mann. Art ist eigentlich übel strong, ey. Mag Art und Igni halt am meisten von diesen Zeichen. Der Bastard zaubert! Aua. Wie lange soll ich noch warten? Ja, Jungs. Ihr habt keine Chance, ne? Aber Damage haben wir halt echt noch nix gefühlt. Was gibt es denn hier? Oha. Neues Schema und eine Manuskriptseite für Vampiröl.
Wie sieht's mit Inventarplatz aus? Ja, langsam wieder schwierig. Öle können wir herstellen, das Vampiröl. Machen wir direkt. Ja, weiter geht's. Schneller. Wir haben eine Hexe zu finden. Pfeifler, Hundeblut, alle auspeitschen, Beine vom Arsch reißen. Oha. Mein guter Junge, hab Mitleid. Erbarm dich einer alten Frau. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Ja. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Schlimm aus. Verteidiger des Glaubens. Ja, Level 10. Machen wir noch nicht. Überall nur Gesindel. Waren wir hier schon? Glaube nicht, ne? Nee. Moin! Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten hast. Und tschüss, Plätze. Digga. So geil, ey. Ach, keine Ahnung, das Menü backt wieder, ne? Bist. Eigentlich sollte man da doch sehen, was stärker ist. Aber, nee. Dann machen wir es halt so. Oha. Ja, Sekundärwaffe, nee. Hä, das mit den Sekundärwaffen, das checke ich irgendwie nicht ganz. Okay. Willst du etwas kaufen? Zeig mal, was du anzubieten. Nein, ich wollte die Runensteine nicht verkaufen. Was bist du für einer? 2%, ja wow. Dann spielt sie nicht so eine Rolle. Ich bin vergönnt, mein Junge. Ich will Karten spielen. Haben wir noch irgendeine gute Karte bekommen? Nee, okay, let's go. Diesmal ohne mich zu blamieren, bitte. Was spielt er? Nilfgaard. Okay. Na, schade. Eigentlich eine gute Hand schon wieder. Das Deck ist allgemein ziemlich nice. Oha. Gut, wir können mit der Finte den Spion klauen und selbst ausspielen.
zweite Finte wäre nice, ne? Aber ich glaube, wir haben momentan nur eine. Gut, was machen wir? Ja, das kann ich auch, mein Junge. Was machst du jetzt? Ach so, okay. Perfekt, Digga. Ja, ich glaube, wir haben eine gute Chance, das hier zu gewinnen. Jawohl. Wenn er die nochmal hat, kann es problematisch werden. Ja, sieht gut aus, komm. Nice. Kronen und Karte, hallo? Skoyatel. Ey, das Spiel will irgendwie, glaube ich, dass ich Skoyatel spiele. Bodenlos.